das Weihnachtsessen. Es war im 46er Jahr, wo jeder zu Weihnacht hungrig war. Da war es natürlich ziemlich gewandt, wenn du mit dem Bauern warst verwandt. Zum Kaufen hat es ja nicht viel gegeben. Gerade das, was du braucht hast für dein Leben. Eine Eibrennsuppe und ein Brot. Aber schön war es damals, trotz der Not. An Heiligabend, es war Frost, bringt uns der Postler von der Post ein Backerl. Wirklich wahr, hurra, ein Backerl aus Amerika. Von unserer lieben Tante Rosal. Wir machen es auf, drin waren 4 Dosal, ein Schüssel gefüllt mit gutem Schmalz und noch ein Backerl mit einem Salz. Bohnenkaffee, mein Gott, schau, und noch eine Dosen mit Kakao. Dazu schickt sie die gute Seele ein Bixen mit Olivenöl, eine ganze große Dosen Reis, 2 Kilo Mehl, schau hier, so weiß. Zum Schluss liegt noch im Backerl tief eine Dosen bestes Corned Beef. Was drin ist, hat die Tante Rosal sauber hingeschrieben auf jedes Dosal. Nur von der Weißblechdosen unten, da war der Zettel wohl verschwunden. Was kann bloß in der Dosen sein? Ich steck ganz leicht meine Nasen rein, probier den Geruch so 2-3 Mal. Das Pulver war geruchsneutral. Der Geschmack war ausgesprochen fad, man konnte beinahe schon sagen, malat. So haben wir uns den Kopf zerbrochen, was sollen wir mit dem Pulver kochen? Die Mama hat es halt dann riskiert und hat es ganz einfach ausprobiert. Zuerst schütt sie zu Milch und Ei das Pulver in die Schüssel rein. Da meint, weil es da war, unsere Oma, nimm doch ein Prisen Zimtaroma, vermisch das Ganze mit viel Schmalz und schmeck's dann ab mit Glaubersalz. Ja, mit dem Eibrenn und dem Zwiebel hat es dann ganz gut geschmeckt, gar nicht übel. Ein bisschen fad halt, nicht gerade geschmackig, so speisenmäßig nicht gerade knackig. 3 Tage später klärt sich drauf durch einen Brief das Rätsel auf. Und schuld, es ist ein schwacher Trost, war wieder einmal unser Post. Die Tante Rosa schreibt, ihr Lieben, ich schick das Packerl euch nach drüben mit lauter Liebe, gute Sachen. Ich hoff, sie werden euch Freude machen. Doch was ihr leider noch nicht wisst, dass Onkel Schorsch verstorben ist. Er war mit seinen 80 Jahren noch gut beinand, ja wirklich, ja. Seinen letzten Wunsch darf ich euch künden, er möcht daheim seine Ruhe finden. Dies hat er gewünscht sich so im Stillen, drum erfüllt's ihm seinen letzten Willen. Sei Asche ist im Weißblechdosel, in stiller Trauer Tante Rosal. So haben wir werden's nie vergessen, auf Weihnachten einen Onkel gefressen.